Ja, wunderbar, ne? Echt krass. Okay, die Kabel können wieder weg. Die Exportwasser können wieder weg. Dann, bevor ich es vergesse, mache ich die Dinger hier wieder rein. So. Dann holen wir uns den Enderpearl Dust. Und dann brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar nennt sich das Ganze Tiny. Hier Tiny TNT. Brauchen wir Certus Quarz Dust. Zwei Stück. So. Dann haben wir hier das Tiny TNT. Dann machen wir mal kurz Tag, dass man es auch gut sieht. Man will ja immer sehen, wie es knallt. Und das Feuerzeug. So. Man wirft jetzt einfach die... Ja, die... Den Enderpearl Dust wirft man jetzt einfach hier hin. Dann wirft man die Singularität daneben. Stellt das Tiny TNT hin und zündet es. So, und schon erhält man aus einer Singularität zwei Quantum Entangled Singularity. Und die beiden verbinden jetzt eben das ME-System miteinander. Und hier ist ein bisschen die Welt kaputt gegangen. So, haben wir wieder repariert alles. Schön, alles gut. Dann gehen wir mal runter und überlegen mal. Was kann ich jetzt noch machen? Die Laser Drills habe ich ja angesprochen. Für die Laser Drills. Was brauchen wir denn da? Laser Drill. Für den Laser Drill. Oh, da brauchen wir schon so ein paar krasse Sachen. Glowstone Illuminator brauchen wir auf jeden Fall. Und für die Laser Drill Precharts, da braucht man den Pink Slime Crystal. Für den braucht man den Pink Slime Block und für den braucht man Pink Slime Ball. Okay. Pink Slime Ball bekommt man von Pink Slimes, also einem Mob. Und diesen Mob, den muss man künstlich herstellen, sag ich mal. Slow. Genau das hier brauchen wir dafür, das Slaughterhouse. Dafür brauchen wir Inva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Inva. Der macht sowieso 15. Aber egal, dann brauchen wir das Ding hier schon mal. Das können wir schon mal craften. Und hier, wieder ein Tinch hier. Plastik-Sheets. Das heißt, die Dinger werde ich jetzt auch gleich mal automatisieren. Ja. Ruh. Brauchen wir Rubber Bar. Das mache ich gerade mal. Moment. Ich mache das mal so. Ja genau, ich krieg das nicht ins Inventar, obwohl ich da wie ein Bekloppter drauf rumklick. Processing Pattern. Mine Factory Reloaded. Aus einem Rubber Bar wird ein Raw Plastic. Und aus vier Raw Plastic wird Plastic Sheets. So, das kommt dann beim Schmelzofen mit rein. Und das hier kommt beim Crafter mit rein. Ich habe auch mal die Fassaden automatisiert. Ist nicht so, dass ich die jetzt halt großartig brauche, aber schaden kann es nicht. Gut, dann kann ich mir die jetzt halt automatisch
holen. Habe ich jetzt die Sachen unten im Crafting Terminal hier? Nee, hätte ich auch oben craften können, aber egal. Ich sehe gerade, Glas ist wieder wenig. Deswegen mache ich da gerade mal wieder ein Stack. So, Slaughterhouse. Invar-Cheer. Zwei Invar-Schwerter. Und zwei Invar-Äxte. Und natürlich die Plastik-Shits. So. Da haben wir jetzt halt ein Slaughterhouse. Power Usage. So, ja. Und mit Energie ist es auch schon aufgeladen. Und ja, das Slaughterhouse sagt ja schon der Name, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Das Schlachthaus. Und das schlachtet jetzt halt eben Mobs. So. Ich gehe mal kurz was gucken. Wir haben jetzt gerade den Grinder abgebaut. Der Grinder ist hier drinnen. Wahrscheinlich, weil ich das Ding da oben schon geupgradet habe. Weil ich habe den mal so offscreen versehentlich abgebaut, den Grinder. Und dann ist der Grinder, ungelogen, nicht ins ME-System gekommen, sondern hier rein. Und ich verstehe bis heute noch nicht, wie der hier reingekommen ist. Der lag dann einfach hier drin. Ohne Grund. Verstehe ich bis heute nicht. Wenn mir das jemand mal erklären könnte von euch, dann wäre ich darüber sehr froh, weil das ist schon so ein bisschen strange. Ja, alles klar. Alles klar. Ich schlage hier erstmal alles kaputt. Jetzt ist das Slaughterhouse wieder im ME-System. Blöder Hopper. Da, genau das meine ich. Warum ist es jetzt da drin? Ich verstehe es nicht. Ah, das wird vom... Doch, ich verstehe es. Jetzt habe ich es verstanden. Das wird vom Hopper angesaugt und wird dann hier reingepackt, weil das hier eben solche Items empfangen kann. Ah, jetzt hatte ich... Ich habe es verstanden. Ja, okay, alles klar. Ja, ich mache den Hopper jetzt mal nicht weg. Weil dann spackt die Konfiguration bloß wieder rum. So, wir platzieren jetzt hier das Slaughterhouse. Und wir brauchen die Steine wieder. Das ist Marble. Nö. So. Und jetzt brauchen wir Kühe. Dazu nehmen wir einfach eine Cow aus dem Safari-Net. Legen die hier rein und aktivieren die ganzen Geräte mal. Und das Slaughterhouse hat jetzt halt hier einmal einen Output für Pink Slime. Also einmal einen Tank für Pink Slime und einen für Meat. Meat ist in dem Fall jetzt halt das Abfallprodukt. Das wollen wir nicht haben, sondern wir wollen Pink Slime haben. Und zwar brauchen wir 1000 MB. Und ein leeres Safari-Net, da muss ich ein neues machen. Okay, das läuft schon relativ zügig durch. Da muss ich mir keine Gedanken machen, dass das allzu lang dauern wird. Safari-Net, resizable, okay. Und dann brauchen wir noch die Eimer. So, Entschuldigung. Und dann gehen wir einfach runter. Ach so. Stimmt, ich habe ja diesen Ausgang hier gemacht. Und da muss man jetzt ganz kurz warten. Und da haben wir es auch schon. Jetzt gehen wir natürlich erstmal den ganzen Scheiß. Okay. Jo, ging relativ schnell.
Ja, ja, schlag mal die Kühe noch kaputt. Achso, macht er ja gar nicht. Entschuldigung, grind er wieder an. So, dann haben wir jetzt halt hier Meat Buckets und hier haben wir einen Pink Slime Bucket. Diesen Pink Slime Bucket nehmen wir jetzt. Ich mache hier mal so ein Loch. Den nimmt man jetzt und kippt den hier aus. So, jetzt haben wir hier Pink Slime. Jetzt müssen wir ganz kurz warten. Dann wird sich jetzt die Flüssigkeit in einen Mob verwandeln, hoffe ich. Also in der Kopie hat es geklappt. Da haben wir einen Pink Slime. Pink Slime Health 1, Size Tiny. Gut. Dann kommt das Slaughterhouse wieder weg. Und der Grinder kommt wieder dran. Grinder dran. Okay, der hat noch Mob-Essenz. Das ist ja schön und gut. Dann gehen wir her, nehmen die Kuh raus und legen jetzt halt hier den Pink Slime rein. Exakt Copy brauchen wir nicht. Und dann schalten wir den Autospawner wieder an. Und jetzt hat... Ja, spawnt er uns die ganze Zeit... Pink Slimes und dadurch kriegen wir die Pink Slime Balls, dann kriegen wir die Pink Slime Blöcke und dann kriegen wir die Sachen eigentlich für den Laser Drill. Und da habe ich jetzt auch nur noch 5 Minuten Zeit. Okay, da kann ich jetzt eigentlich noch den Ding machen. Ich würde sagen, die Laser Drills machen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal oder so, oder wenn das Atomkraftwerk steht. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Vorarbeit dafür gemacht. Ich wollte diesen, nee, hier drin muss ich suchen. Back. Genau, hier Back of Holding heißt das Ganze. Dafür brauchen wir eine Chest. Einen Goldblock. Und Wolle, dafür geht auch weiße Wolle. Da haben wir jetzt einen Back of Holding. Und dieser Bag of Holding bietet mehr Platz als diese Portable Cell, weil da passen nur 27 Items rein und hier passen 9x6, das sind 56 oder 54, bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall passt da mehr rein als auf die Portable Cell. Und deswegen würde ich sagen, ich schmeiß die Portable Cell mal wieder weg. Oder nö. Ich räume jetzt hier einfach mal alles raus. So. Und dann haue ich einfach hier alles rein. So, die Axt nicht, aber das Schwert, das Ding hier... Was noch? Essen? Das bleibt da. Das Feuerzeug kann ich mal mitnehmen. Ach, hier ist noch was drin. Alles klar. So, Bag of Holding. Dann das hier, das hier, das hier, das hier. Die Portal Gun natürlich. Ja, und dann war's das. Mehr muss eigentlich da gar nicht rein. Kann ich die... Die kann ich ja mal mit mir rumtragen jetzt hier. Das ist ja kein Problem. Und ich kann den jetzt halt noch irgendwie enchanten, indem ich hier Magical Wood dran mache. Dann kriegt er hier Reincarnating 1. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich lasse es jetzt einfach mal. Einfach mal so, wie es ist halt. Das hier muss noch rein. Die Axt, die Chisel muss rein, die Fackeln, das Maßband. Und ja, da haben wir jetzt eigentlich alles drin, was wir brauchen. Und das jetzt ohne großen Aufwand. Die Eimer hier, die... Ich kann ich jetzt einfach mal auskippen. So.
Dann haben wir die Eimer weg. Das kann mit hier rein in die Krempelkiste. Den Quantum Field Ring. Den baue ich jetzt noch unten schnell auf. Damit man es noch sieht, wenigstens. Moment, ich räume mal kurz das Inventar leer. Ah, das sind die Slimes unten. Ja, wir haben schon 146, 148 Pink Slime. Also das sind schon mehr als genügend Blöcke. Das hier wollte ich noch automatisieren, aber gut, machen wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Und zwar wollte ich den Quantum Field Ring hier hinbauen, aber hier ist jetzt das Kabel. So, aber verbinden tut sich das ja nicht, ne? Nee. Okay. Sieht aber trotzdem kacke aus, wenn da so ein Kabel im Hintergrund ist. Blöd, blöd, blöd. Das habe ich jetzt natürlich gar nicht bedacht, ne? Sonst hätte ich mir einen anderen Platz gesucht, aber jetzt hat es mit der Aufnahme alles anders gekommen. Warum fehlt jetzt ein Stein? Alles klar. Die Spitzhacke ist doch ein bisschen überdreht. Ja, hier ist auch schlecht. Wo stelle ich den denn hin? Oh, pass auf, der muss ja nicht unbedingt... Hier, pass auf, dann machen wir den hier so hin. Weil hier habe ich auch ziemlich wenige Channel. Ich weiß gar nicht, wie verhält sich das dann. Ich meine, die ganzen anderen Channel, wo ich da anschließe... Die kommen ja dann über den Quantum Ring hier rein. Da muss ich eigentlich da schon ein extra Kabel für machen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich werde ihn jetzt einfach mal hier aufbauen. Sag mal, es sind jetzt halt hier überall Kabel, wo ich irgendwas hinbauen will. Ah, da ist sogar ein Tesseract. Sehr gut, dann kann ich dem Ding Energie geben. Falls das Ding irgendwie Energie braucht. Das weiß ich gar nicht. So, dann bauen wir es jetzt mal hier auf. Zack. Hier oben sogar ein Kabel. Ich muss das aber dann offscreen mal ausprobieren, ob das mit dem Kabel so funktioniert. Oder ob dem dann die Channel egal sind. Das muss ich wirklich mal ausprobieren. Obwohl, warte. Wartet, wenn, dann machen wir es gleich ordentlich. ME Dense Cable, da haben wir ja noch ein bisschen was. So, dann schließen wir den nämlich jetzt halt gleich mal über ein 32er Kabel an. Sieht nice aus. Okay, von hier kommen jetzt halt noch keine Channel. Gut. Okay. Und Energie scheint der dann über das ME-System selber zu platzieren. So, dann können wir jetzt hier Rechtsklick machen und hier legen wir jetzt halt das Ding rein.
Und dann müssten jetzt halt hier so Partikel auftauchen, aber ich glaube, das kommt davon, dass wir das Gegenstück noch nicht haben. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Das Gegenstück. Oder mache ich das in der nächsten Aufnahme? Ach komm. Ich nehme jetzt einfach einen Tesseract mal mit. Für den Fall, dass das Ding da drüben Energie braucht, weil ich weiß nicht, ob der jetzt halt auch Energie gesendet bekommt. Da bin ich mir gar nicht sicher. Dann fliegen wir jetzt einfach mal hier rüber zum Bauplatz, weil ich möchte natürlich mein MI-System mitnehmen. Weil dann muss ich das craften, dann muss ich wieder zurückrennen, dann brauche ich mal das. Ich hab ja, kann ja zwar mein Wireless-Ding soweit machen, aber na, das will ich eigentlich gar nicht. So, dann bauen wir hier jetzt halt einfach mal einen Tesseract hin, der nur Energie empfängt. Ach stimmt, der ist noch vom Ding umprogrammiert, ne? So, da müsste dem ja dann eigentlich Energie geben. Jetzt legen wir das Ding mal hier rein. Und anscheinend funktioniert es nicht. Das ist aber schade. Receiving Energy. Braucht ihr hier vielleicht Conduit oder so? Das ist jetzt blöd. Ich will das noch zeigen, Mensch.